Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in den letzten Folgen haben wir ja einiges gemacht und geändert, wie zum Beispiel hier die S-Bahn ausgebaut auf eine weitere Station und haben auch die Autobahn hier von München endlich mal bis nach ganz hinten verlegt. Hier sollten aber auch ein paar Autos wenigstens unterwegs sein, mega cool. Und in der heutigen Folge würde ich gerne die Autobahn von hier nach da vorne nutzen, indem wir Fürstenau heute mit Bussen versorgen. Und zwar werden wir hier zwei kleine Touren machen. Wir werden hier eine Busstation reinmachen. Die setzen wir jetzt gleich mal. Wir machen einfach eine vierspurige Tramgleise. Ne, brauchen wir nicht eigentlich. Das wird rein busmäßig sein. Natürlich jetzt wieder schön gerade richten. Wir setzen dich auch so direkt, dass du rein theoretisch mit den Bussen direkt vom Bus aus direkt in die Zugstation gehen kannst. So sollte das auf jeden Fall um einiges schneller gehen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, rein theoretisch von vier Busstationen zu fahren. Was natürlich auch nicht so unpraktisch ist. Vielleicht legen wir nachher noch eine Landstraße hier irgendwie lang, die sich von hier nach da erstreckt und dann hier runter noch vielleicht abzweigt. Dann tun wir da noch einen Bus anbinden. Aber als erstes müssen mal die zwei, ja, nennen wir es mal, Wege hier einstehen. Und zwar würde ich gerne von hier aus nach hier drüben fahren. Hier weiter. Hier kommt noch eine Straße dazwischen. Der Bus fährt hier außen rum. Geht dann hier rein und kommt dann wieder nach vorne an die Busstation. So, hier kommt direkt die Gegenstation, weil hier fahren die Busse raus, gehen nach hier vorne, fahren einmal bis nach unten durch. Nehmen die auch die unterste Station mit und fahren dann so zurück. So, jetzt tun wir mal die zwei Kranichfeld. Die zwei Buslinien für Kranichfeld fertig machen. Bedeutet, wir nennen das Ganze jetzt mal Bus oder Kranichfeld Bus. Kranichfeld Bus 01. Und dann fangen wir hier an. Die Strecke muss natürlich noch fertig gemacht werden. Gerade schaut es noch so ein bisschen bekloppt aus. Aber so wäre die dann schon mal fertig. Dann kommt die neue Linie. Und die heißt jetzt Kranichfeld unterstrich Bus unterstrich 02. Und die beginnt natürlich auch wieder erstmal Linie setzen hier vor Ort. Geht dann nach hier vorne. Nach hier unten. Einmal eine komplette Tour außen rum. So, perfekt. Dann werden wir jetzt noch schnell die Straße setzen. Die neue, die hier benötigt wird, natürlich. Perfekt. Und jetzt sollten wir rein theoretisch hier außen rum fahren. Genau. So wollen wir das. Aber es soll ja noch eine weitere Linie geben. Und die heißt am Ende dann Kranichfeld Fürstenau. Das wird genannt Bus unterstrich Kranichfeld Strich Fürstenau. So, und diese Strecke, wo ist denn das jetzt hin? Das ist wahrscheinlich nach oben gehüpft jetzt. Bus Kranichfeld Fürstenau geht von hier direkt runter bis nach Kranichfeld in die Stadtstation. Aber nutzt bitte hier die andere Station mal. Hier gibt es ja mindestens zwei. So, perfekt. Der Vorteil ist nämlich, wir haben hier eine Busstation. Und wir besorgen uns erstmal vier davon. Und dann für die für die restliche Strecke hätte ich gerne so einen doch Schnellbus.
hier, den hier, Höchstgeschwindigkeiten. Davon gibt es auch zwei. Bedeutet, ihr geht als erstes mal auf die Linie. Wo sind denn jetzt wieder? So schwer zu übersehen ist jetzt auch nicht hier. Kranichfeld 1. Ihr geht auf Kranichfeld 2. Und ihr zwei Fernbusse geht auf Bus Kranichfeld Fürstenau. Und wenn wir jetzt die Zeit mal starten, dann sollten die jetzt hier rausfahren und langsam sich Richtung Kranichfeld aufmachen, um dort den Nahverkehr zu verbessern. Schauen wir uns das mal an. Die ersten fahren schon los. Du hörst hier den Flugzeugverkehr im Hintergrund immer abgehen, weil hier ist natürlich der größte Flugzeugverkehr des Himmels unterwegs. Jetzt sind die unterwegs. Asche, er biegt zum Beispiel hier schon ab und sagt, okay, er macht schon mit. Ah, da warten aber schon ein paar mehr Leute wahrscheinlich dann. Also sie merken schon, dass das ein Schmankerl wird, was hier passiert. Huch, da ziehen sie ein paar Häuser hoch. Und die Busse machen sich auf den Weg raus aus der Stadt Richtung Autobahn. Perfekt. Und sind jetzt auf der Autobahn schon. Die ziehen gerade hoch. Und alle fahren auf der linken Spur. Auf der rechten Spur. Ganz, ganz brav. Erstaunlich. Ich denke mir immer so, die Autos werden doch locker die Idee kriegen. Ach, die Busse überhole ich jetzt. Da waren wir jetzt vorbei. Der erste gibt mal richtig an. Schaut euch mal den Abstand an zu den anderen. Holy. Okay. Das ist unerwartet. Haben wir noch ein Öl? Ah, das Ölfeld verwenden wir eh, ne? Das ist ja auch in Verwendung. Da fährt der Zug hier rein. Der liefert hier seine Tonnen ab. Das passt schon. Der macht auch ordentlich Kohle. Kann das sein? Der macht auch, ja. Ich würde sagen, nicht schlecht Kohle auf jeden Fall. So, die ersten sind auch schon da. Kranichfeld-Kreisel. Ich glaube, der wäre gar nicht mehr nötig, nachdem wir die Fahrtrichtung geändert haben. Der macht es höchstens schlimmer. So denke ich mir das. Das ist eher ja schlimmer hier. So, und die Busse sind jetzt schon mal in der Stadt. Wie schaut es mit unseren aktuellen Belegungen aus der Station? Wow. Holy. Okay. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit dem. Ah, wir werden ja mal sehen. Hier kommt jetzt die S-Bahn. Jetzt können ja die Leute rein theoretisch direkt von hier aus nach drüben. Ja, perfekt. Von hier aus direkt zum Bus auch laufen, wenn sie wollen. Und haben hier eine weitere Möglichkeit auch nach Fürstenau zu kommen. Ich hoffe mal, dass sie das in Zukunft auch wahrnehmen werden. Weil es natürlich schon eine feine Sache, wenn du direkte Anbindung hast. So, die Busse werden natürlich jetzt hier auch dementsprechend noch mehr die Last abnehmen, hoffe ich, in Zukunft. Ich sehe schon, hier sind sie sehr, sehr aktiv unterwegs. Ah, die Busse machen natürlich jetzt ihre Runde und werden es dann langsam loslegen. Hoffe ich, auf jeden Fall. Wäre schön zu sehen, dass die Busse das Ganze hier ein bisschen entlasten. Aber auch nicht wirklich. Scheiße, hui. Wie viel hast du dabei? 26 Leute schon. Ah, die wollen wahrscheinlich alle zum Bahnhof. Da passiert fast nichts. Leute, wir haben ein Problem. Aber ich will noch nicht überlasten. Das ist wahrscheinlich erst einfach der erste Schub. So wie ich das sehe. Jetzt müsste aber gleich wieder in die S-Bahn kommen, oder? Eigentlich. Ich müsste in der S-Bahn bald wieder unterwegs sein. Aber der Vorteil ist natürlich, wir haben jetzt links und rechts einen abgedeckt. Damit können wir ein bisschen kontrollieren auch, wo was passiert. Und können natürlich nachadjustieren. Ja, die zwei reichen hier auch ganz gut, denke ich. Wollen wir die anschauen? Ja, du bist halt... Bist jetzt nicht wirklich voll, aber sonst mal den einen umlagern auf die andere Linie. Da brauchen wir eh immer mehr Verstärkungen. Was wartet denn hier alles? Bus Kranichfeld für den Fürstenau warten schon sogar schon 10 Leute. Okay. Erstaunlich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt kommen hier ganz viele Leute, die natürlich wieder raus wollen. Die Ortschaft passt sich wieder an mit ihren kleinen Solarhäusern hier. Auch süß, aber direkt am Bahnhof zu wohnen. Ob das jetzt die tollste Sache ist, ist natürlich die Frage. Hm? Ah, die Stadt funktioniert gut. Es funktioniert.
Ich hoffe mal, dass er hier hat es jetzt schon entlastet. Und hier sollte es jetzt dann danach anfangen, nachdem natürlich der Rest jetzt sich entspannt hat, wird der letzte Bahnhof natürlich dann auch langsam leerer werden, weil jetzt haben wir wie viel Platz noch in dem Bus hier drin? Ja, die Hälfte der Plätze ist noch frei. Und jetzt werden natürlich hier die Leute dann aufgenommen. Ah, sieht man gar nicht mehr, leider. Leider, leider. So, und eigentlich müsste dann auch hier Bus unterwegs sein. Ja, da kommt schon einer wieder. Wie voll bist denn du? Bummvoll. Okay. Das ist jetzt natürlich geil. Der Bahnhof ist komplett überfordert, wie scheint. Wie viele wohl noch, Bottrop? Bitte was? Leute, das war keine Schnellverkehrsstrecke, die ich hier geplant habe. Das war eine S-Bahn-Strecke. Wie viel Platz hat die S-Bahn denn? 120. Das ist eine doppelteilige S-Bahn. Ich habe ja da schon zwei S-Bahnen aneinander gedümmelt. Muss ich euch jetzt austauschen oder was? Das war jetzt aber nicht der Plan, dass ich jetzt hier die S-Bahn austausche. Holy shit. Okay, S-Bahn, wir müssen uns überlegen, weil ihr seid eindeutig überfordert mit dieser Situation. Entweder noch mehr Züge. Wir frequentieren das mal doppelt. Wir duplizieren mal die ganzen Züge hier. Ich hoffe, dass das was bringt, weil das wird ja immer mehr. Die Ortschaft auch. Ich finde diesen Turm hier ganz interessant. So rund. Kantig rund. Baujahr 260. Wir sind 261er Jahr. Bottrop sprießt auch immer weiter und wird größer. Also allein die Umstahlgraten hier. 100. Alter. Die S-Bahn ist ja beliebter wie die Hauptstrecke. Hier drüben auch. Hallo. Das ist eine S-Bahn. Keine Schnellverbindungsstrecke. So. Was ich jetzt mit der Strecke lustigerweise auch machen würde, ich würde die mit dem Bus hier rüber verbinden. Erstmal die Straße austauschen. Und gegen eine... Ja, schauen wir mal, gegen was wir austauschen. Was nehmen wir denn Schönes? Den Straßenknotenpunkt bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich bräuchte einfach eine öffentliche Straße. Wie wäre es denn erstmal damit, wenn wir die Straße hier einfach so übernehmen, wie sie gerade ist? Außer ein 1-2 Teilen vielleicht. Da sollten wir vielleicht mal nachhelfen. Verbindungen unterbrochen. Aber das ist auch gar kein Problem. Das regelt sich in ein paar Sekunden. Wir wollen bloß, dass wir hier eine ordentliche Anbindung haben. Und dann wird hier verwandelt. Meine Freunde. Alle angeschlossenen Strecken werden geupgradet. So. Jetzt haben die natürlich eine einig bessere Strecke hier stehen. Sollte die noch taugen. Was hat die noch als Upgrade? Können wir den als Upgrade rein theoretisch dann eine Busspur geben? Bräuchte man wahrscheinlich da draußen eine vierspurige Straße, oder? Dann wird es halt eine vierspurige Straße. Ist ja wurscht. Okay, das geht nicht. Schade. Dann müssen wir die Anschlüsse neu bauen. Aber dann die extra Busspur nur für den Bus, das ist natürlich noch geiler. Weil dann unsere Busse natürlich noch ein bisschen extra Rechte kriegen. So, und jetzt können wir nochmal hier mit der Upgrade daherkommen. Dann nehmen wir die normale Strecke. Automatisch. Hier so schön anbinden. Zack.
Und schon haben wir eine abgegradete Strecke für Busse. Denn die Strecke, die hinten, brauchen natürlich auch unbedingt mal einen Anschluss. Und dazu brauchen wir erstmal eine Buszentrale, von der wir aus hier wieder das Ganze steuern. Ich würde sagen, 3 Strecken reichen. Teilen wir die in Ostblock, Westblock. Dafür muss halt ein Hochhaus mal weichen, ne? Das ist hoffentlich für euch klar. Wir müssen ein Hochhaus hier mal kurz eliminieren. Fertig. Die 2 sind für den Nahverkehr, die ist für den Fernverkehr. Und hier unten gibt es schon eine Station, die wird zwar noch nicht genutzt, aber jetzt kriegt es die erste. Von Heldrungen nach Osterbrücken. Bedeutet, wir machen jetzt eine neue Linie. Die heißt... Na, jetzt müssen wir erst wieder reingehen. Bus Unterstrich Osterburken oder Brucken? Burken. Strich Heldrungen. So. Jetzt muss ich die Strecke wiederfinden, weil die auf einmal verschwindet immer. Wo sind wir jetzt hin? Ewig langer Name, wo bist du hin? Da. Jetzt gehen wir nach Heldrungen. Wo bist denn du jetzt? Ich habe die Ortschaft verloren. Wo ist er? Heldrungen und da ist Osterbrück. Von Osterbrück aus. Nein, du nimmst bitte die 3. Station. Geht es natürlich nach vorne hier an den Bahnhof. Und dann nimmst du bitte die Station Nummer 1. Dankeschön. Da sehen wir schon, die fahren dann hier raus, gehen auf die Busstrecke und brettern dann hier lang. Und dann tun wir natürlich gleich für die hier aus unserem Hauptverteilerzentrum in Fürstenau 3, machen wir 4 Busse bestellen. Da kriegen sie natürlich auch wieder so schöne MANs. Die werden mit 4 Bussen versorgt, weil die haben keine andere Anbindung an das ganze Netz. Von daher haben sie sich für das verdient. Und werden jetzt an Bus Osterbrück-Helbungen angeschlossen. Und jetzt können die Busse losbrettern. Aus der Stadt raus. In das nächste Gebiet. Was natürlich auch cool wäre, wenn du sagen könntest, okay, Flugzeuge können die Busse transportieren zum Beispiel. Dass du sagst, dass du wirklich nur ein großes Verteilerzentrum hast und du, ja, keine Ahnung, in die Nähe einen Flughafen setzt und sagst, okay, der Bereich wird von dem Flughafen versorgt mit neuen Fahrzeugen und so und. Und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen übertrieben. Wie viel ist der eigentlich, wenn er hier rausfährt? Ja, ganz ordentlich voll eigentlich. So, die Busse sind jetzt auf der Landstraße natürlich unterwegs, die entstanden ist damals. Das ist natürlich noch so ein Nadelöhr, da müssen wir vielleicht nochmal umbauen. Aber so schlimm ist jetzt auch nicht. Große Staus entstehen nicht. Von daher geht es hier direkt weiter. Aber Leute, ich würde sagen, in Osterbrücken bauen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.